Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, ich krieg ihn nicht, Alter. Leck mich doch am Arsch. Jo, servus, Leute, zum weiteren Part Breath of the Wild, hätte ich jetzt fast gesagt. Super Mario Odyssey. Wir machen hier gleich weiter mit dem lustigen Koopa-Rennen. Ja, so lustig ist es nicht. Das Expertenrennen. Expertenrennen. Expert. Preiswert und kompetent. Gucken wir mal, ob der Doschen kompetent ist. Ich habe ja weniger das Gefühl. So, spring, lauf, tu was, Mario, beweg dich. Ja, Mann, geh auf das Ding und los. Da wollen sie echt Perfektion hier. Da wollen sie echt Perfektion, die Kasper. Sie wollen Perfektion. Na gut, der bleibt hier hängen. Wir sind Dritter. Wir sind Zweiter. Wir sind Erster. Und es wird nix. Es wird nix. Zweiter. Zweiter, zweiter, zweiter. Und auch mir das hier gelingt. Es ist nur der Schluss, das Ende, was mir jedes Mal das Genick bricht. Es ist nur das Ende dieser Haken, die ich da schlagen muss. Mann, oh Mann, oh Mann. Probieren wir es eben nochmal hier. Am Ende den Haken schlagen. Das will mir einfach nicht gelingen. So, und los. Und aufs Miauxi-Dingens da. Miauxi, glaube ich, heißt es. Ganz blöder Name eigentlich. Miauxi. So, jetzt los. Kann man ihn irgendwie abschütteln, da den Kasper? Ah, der Goldene, der ist halt so schwer, aber er bleibt hier hängen. Das ist unser Vorteil. Er bleibt hier hängen. Und jetzt gucken, dass wir hier rechtzeitig den Haken schlagen können. Verdammt, jetzt ist der da. Verdammt, Alter, jetzt ist der schon da. Da kommt der angeschissen. Mit einem Speed kommt der da angeschissen ums Eck. Wo rennt der da hinten rum? Da muss es noch irgendwo eine Abkürzung geben. Mann. Ja, und mal wieder das alte Leid hier. Wenn wir versagen, dürfen wir uns den Käse immer und immer wieder anschauen, anhören und geben. Der rennt da hinten durchs Dorf durch. Aber ich komme nicht an dem Brunnen vorbei. Ich schaffe es nicht, am Brunnen vorbeizukommen. Aufs Miauxi und los. Also gut, machen wir es eben so lange, bis wir es schaffen. Irgendwann, Leute, tritt Routine ein. Skill oder Glück. Eins von beiden. Er bleibt hier hängen. Dann wetzt er da entlang. Bleib am Kaktus hängen, sehr schön. Und bleib am Kasper hängen an der Scheißgabel, Alter. An dieser Scheißgabel. Mann. Die Hindernisse am Schluss. Überall bleibt man hängen. Nervig, nerviger Scheiß. Also probieren wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. Kommen mir vor wie im 150er Cup in Super Mario Kart. Schaffe ich auch nicht. Also los. Auf ein neues. Und los. Oh, diesmal war der Start gut. Dieses Mal war der Start gut. Da oben ist Elektro-Kasper gewesen. Da oben hat sich eine Elektro gekaspert. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da hat doch einer beschissen.
Da bescheißt doch einer, aber rigoros. So, jetzt bleibt er da hängen. Das wäre halt meine Chance jetzt. Das wäre meine Chance jetzt, das zu gewinnen. Das Rennen so machen. Wenn ich hier nicht irgendwo hängen bleibe. Ich bleibe mit Sicherheit wieder irgendwo hängen. Ich hab's geschafft. Heili geili. Mann, ich habe es geschafft. Neuer Rekord. 35 Sekunden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jawohl, gib den Mond her. So. Wohlverdienter Mond, hätte ich gesagt. Jetzt gucken wir uns mal hier die Tafel an. Ja, tu mal her, mach mal hin da. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, auf welchem Platz ich bin. Es gibt bestimmt Freaks, die sind um einiges schneller. Ich bin überzeugt davon, es schaffen welche unter 25 Sekunden. Ist das hier mein Platz? Das sieht fast so aus, ne? 50.184. Bei der Pascaline. Interessant. Oh, da schau an. Schneller als Manu. Interessant. Aber ich würde mal sagen, mit 39 Sekunden hat Manu nicht das Expertenrennen gewonnen. Hier die Weltrangliste. 27 Sekunden. Hammer. Wie schaffen die das? Eldorado, aber keinen, den ich kenne. Kein Let's Player oder so dabei. Zaccaroni, Alter, ich schmeiß mich weg. Hey, das ist geklaut. Zaccaroni. Jetzt fehlt hier bloß noch ein Jack the Boyne und sowas. Na gut. Sagen mir alle nix. So. Gehen wir auf unsere lustige Liste. Die lustige Liste sagt, da oben ist noch ein Mond. Den haben wir doch geholt, oder ne? Da muss ich mal kurz hingucken. War das da lang? Ja. Ich dachte, wir hätten den geholt. Diesen Mond. Ich dachte, das wäre der Kaktus gewesen. Den haben wir doch weggebasht. Da muss ich nochmal gucken. Da müssen wir nochmal gucken, Leute. Ach so, das ist die Goomba-Dame. Ich muss hier als Goomba her. Das machen wir mal als nächstes. Haben wir hier irgendwo Goombas? Da ist ein Schaf. Da ist ein Schaf, verdammt nochmal, wo war der andere nochmal, mit der die Schafe wollte? Kann ich diese Schafe irgendwie nehmen? Und ich kann sie nur kicken. Was ist da unten? Da ist Shiny. Da ist nochmal ein Schaf. Und was ist das hier? Ah, ein Mond, den wir schon hatten. Und was magst du hier? Du möchtest die Kopfsteinpyramide erkunden. Hiermit kommst du in 0, nix hin. Okay, ich komme hiermit in die Pyramide. Nein, jetzt will ich nicht. Ich will das Schaf heimbringen. Jetzt, wenn ich halt nur wüsste, wo das war. Kann das Schaf halt nur kicken. Tragen kann man es nicht. Wo war das nochmal? Ich glaube, es war da hinten. Ich bilde mir zumindest ein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dieses scheiß Schaf einmal ums komplette Level kicken. Habe jetzt auch keinen Bock. So, muss aufpassen, sonst fällt jetzt da den Abgrund runter. Mal bloß kein Scheiß. Komm, geh weg da. Geh weg vom Abgrund. Wo war das? Wo war dieser Kasper? Wo war dieser Kasper? Verdammt, ich hätte es mir auf der Karte anschauen sollen. Wo war das nochmal? Es ist hier nicht. Was bist du für einer? Was bist du für einer da? Hä? Einsam und verlassen. Gute Güte, ist das hier vielleicht die Wüstenvariante eines Sees? Ja, ja. Geht tauchen, meine Damen. Schön da reinspringen. Tja, wo war der Schäfer nochmal? Da hinten. Da hinten ist er. Stimmt's oder habe ich recht? Und da ist auch nochmal ein Schaf. Jetzt habe ich das andere Schaf eine halbe Stunde lang in die falsche Richtung gekickt.
So, dem kicke ich jetzt mal die Schafe rein und guck, was passiert. So. Ich bin so durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe. Drei will er haben. Eins hat er. Müssen wir das andere noch suchen? Das habe ich wieder dahinter gekickt. Hoffentlich ist es noch da. Und dann muss noch irgendwo ein Schaf sein. Kann man die Kisten bashen? Hier kann man alles bashen. Basherei. Basherei für Münzerei. Mehr ist hier allerdings nicht. Was ist das hier? Herzlich willkommen. Die neue Sensation der Brutzelebene ist die nun schwebende Kopfsteinpyramide. Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Wahrlich beeindruckend. Ich habe noch nie zuvor so viel Sand auf einmal gesehen. Sieht diese immer so aus? Nein, nein. So, jetzt gucken wir mal, wo das Schaf hin ist. Dann müssen wir jetzt wieder zurückkicken, das Schaf? Wir kicken ein Schaf. Ich weiß nicht, ob das entspawnen kann. Natürlich durchaus möglich, dass es sich in der Zwischenzeit verpisst hat. Und dass das jetzt ganz woanders ist. Nein, da oben ist es. Es ist geblieben und glotzt den Abgrund runter. Was tust du da, du blödes Tier? Ja, geh halt mal da weg. Wenn ich dich jetzt da runterkick, dann bist du weg, oder? Und was mache ich jetzt mit dem Dingens? Das steht so ungeil da. Und schon ist es weg. Genau das dachte ich mir. Jetzt müsste es ja eigentlich rein theoretisch wieder am Ausgangspunkt auftauchen. So zumindest die Realität in Videospielen. So, gucken wir mal, ob es da hinten irgendwo ist. Was machen die zwei da unten? Nie im Leben würde ich da reinhüpfen. Ich würde auch nie nur einen Fuß in dieses gruselige Loch setzen. Kann ich euch nicht da reinkicken? Nein. Wer nicht freiwillig geht, der wird halt geschubst. So, jetzt gucken wir mal, ob da noch irgendwo ein Schaf ist. Bis jetzt irgendwo gespawnt ist, das Schaf. Aber ich sehe keins. Ich sehe keins. Vermaledeit. Da ist es. Bam. Bleibst du da? Aber da fehlt immer noch eins. Nein, 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 nicht so weit. Gehen wir wieder zum Abgrund hinter. Was sind das für abgrundgeile Schafe, sag mal? Was tut es jetzt da? Warum tun die das? Ach, die sterben. Blöde Sau. Möchte nicht. Zack. So. Mal gucken, ob sie das spawnt. Hier irgendwo. Hier ist es. Es ist vor mir gespawnt. Zack. Und fast. Doch, es ist drin. So. Jetzt müssen wir noch ein drittes suchen. Das war, glaube ich, in der Nähe von meinem Schiff. Da ist halt dann echt die Frage, wie bringe ich das daher? Also ich bin mir zumindest ein, dass das in der Nähe von meinem Schiff war. Nein, da unten ist es. Da ist es, dritte. Da ist es, dritte. Habe ich das verwechselt mit was anderem? Irgendwo war ein Schaf in der Nähe meines Schiffes. Also der Odyssee quasi. So. Über die Dünen kicken. Ich bin der Schafdünenkicker. Wo war er jetzt? Wo war jetzt der Schäfer? Ach, da hinten ist er. Mann, wo ist es denn? Dahinter, komm. Lass dich schön ins Gehege bashen. Jawohl. Und wir bekommen einen Mond. Heili, geili. Schafe hüten in den Dünen. Haben wir gemacht. Und nun? Ach ja, nun wollten wir ja Gumbarina. Wir wollten ja ein Gumba sein. Dazu brauchen wir noch einen. Und in die Sphinx wollten wir auch noch rein. Die öffnet bestimmt auch wieder den Eingang.
Schauen wir mal, ob wir da irgendwo den Goomba finden. Da oben müsste doch irgendwo ein Goomba sein. Ins Bild wollte ich auch nochmal schauen. Das mache ich jetzt gleich, bevor ich es vergesse. Da geht's nämlich nach New Donk City. Ne, dass ich in New Donk City jetzt dann wieder stehe. Irgendwann. Und wieder mir wieder den Ast suche nach dem einen Mond, der da fehlt. Und weil wir hier nicht durchs Bild sind. Na komm, mach ich ne. Laderei. Laderei ist auch dabei. Sehr schön. Check the point. Geheimfahrt nach New Donk City. Gefällt mir. Ansonsten ist hier nichts mehr. Und man sieht hier auch nichts. Das haben sie hier mit so einem gigantischen... Doch, man sieht ein bisschen was. Da oben ist die Odyssee. Okay. Ah, da hinten war das mit dem Musiker. Ich verstehe. Zock, rein da. Up and away. Und dann geht's wieder ab. Jetzt gehen wir auf Goomba-Suche. Und reicht ein Goomba? Ich gehe mal davon aus, die ist ja auf keiner Erhöhung. So, Goombas waren da oben irgendwo. Glaube ich zumindest. Irgendwo da oben waren Goombas. Oder? Ja, da. Nee, das ist Goombarina. Das ist die nächste Goombarina. Die möchte natürlich einen Turm haben. Sonst können wir nicht darauf schauen. Jetzt bin ich halt am Überlegen, wie wir daher kommen mit einem Goomba. Mit dem Goomba-Turm. Wie machen wir das? Na gut. Schauen wir mal. Komm her. Zack. Der nächste Goomba. Na komm her. So, wie viel sind's denn? Insgesamt sind's 4. Na, ob das reicht? 4 Goombas. Mehr sehe ich nicht. Doch, da unten ist nochmal einer. Nein, ist keiner. War der Kopf von der Miauxi-Statue. So, jetzt müssen wir ohne Schaden an... Aber wir kommen da doch gar nicht rüber. Doch, wir kommen da hoch. Ohne Schaden müssen wir jetzt... Genau. So viel zu dem Thema. Ohne Schaden. Verdammt. Jetzt bin ich gleich down, aber da drüben ist Energie. Da drüben ist Energie, wenn mir jetzt der kleine Goomba nicht auf den Sack geht. Verdammt. Die bashen mich hier. Die bashen mich alle. Geh weg. So, und nu funktioniert das? Es funktioniert. Und schon kriegen wir einen Mond. Heilige Eile. Na, ich komme da nicht auf. Muss ich raus mit dem Mond so schnappen? Romanze im Wüsteninneren. Sehr schön. Und dann machen wir hier wieder einen auf Goomba. Und jetzt springen wir da. Geht es? Ja, wir springen da runter. Und marschieren hinter. Zu der anderen netten Dame. Was ist denn eigentlich da drin? Ach, ich glaube, hier war ein Mond versteckt oder sowas, oder? Ah, nee, hier war der Samen. Hier war der Samen. So, jetzt marschieren wir hinter zu der anderen Goombarina. Weil wir sind die Goomba-Herzensbrecher-Armee. Oh, da oben ist wieder der Shiny-Adler. Da müssen wir auch noch rausfinden, wie wir die collecten, wie wir die einfangen. So. Wo war das? Es war da hinten irgendwo. Ja, es dauert ewig. Es dauert ewig, mit dem Goomba dahin zu laufen. Wackeldackel. Ganz langsam wackeln sie da durch den Wüstensand. Auf der Suche nach der großen Liebe. Und ob sich das lohnt. Auf einen 4 Männer, eine Frau. So, wo war sie jetzt? Wo war sie jetzt, die Trulla? Guck ich mal kurz auf die Liste.
In diese Richtung. In diese Richtung. Hoffentlich verdursten sie nicht unterwegs, die armen Gumbas. Nicht, dass sie sterben, da ist sie. Da ist Gumbarina. Komm, mach hin. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da noch einen Mond bekommen. Aber ich gehe mal davon aus. Ja. Und Mond her. Komm, backen aus. Backen Mond aus, aber schnell. Romanze am Rand der Wüste. So, und nu? Verdammt. Die spawnt wieder, aber ich kann... Nein, ich kann die... Verdammt, ich kann die Gumbarina nicht übernehmen. Das wollte ich jetzt ausprobieren. Es geht nicht. Dafür haben wir jetzt die Gumbas gebasht. So, jetzt sind sie da hinten. Genau. Bleib mal bei deiner Gumbarina. So, jetzt gucken wir mal ins Menü. Wo haben wir denn hier den nächsten Stern? Wir hätten hier... Was war das nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Hier war nochmal ein Rennen. Der Kuba-Pfeilelauf. Und hier war doch auch nochmal Checkpot. Was ist Checkpot? Gehen wir da mal hin. Was war denn Checkpot? Was war Checkpot nochmal? Was war das nochmal? Wo ist denn da der Checkpot? Direkt vor mir? Muss hier irgendwo sein. Ah, hier ist es, oder? In dem Haus. Was war das nochmal? Ach, die Slotmaschine. Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das von der Brutzler Ebene aus die ganze Welt erobert hat. 10 Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wäre es mit dem Ründchen? Na gut, wenn wir schon hier sind. Wenn du gewinnst, winkt ein Mond. Den haben wir doch schon, oder? Drum will ich den gar nicht. Ich will... schon mal, ich muss ja den Hut schmeißen. Das Dingens will ich. Das ist doch eine Energieerweiterung, oder? Ich gehe mal davon aus. Sehr schön. Genau. Ein weiterer Energiecontainer. Und wir haben wieder volle Energie. Und das nervige Getute ist aus. So wollte ich das. So gefällt mir das. Geht's da irgendwo rein? Weil da so ein Fenster ist. Kann man da durchgucken? Ja, kann man durchgucken. Okay. So. Einmal auf die Karte, bitte. Da oben wäre nochmal ein Rennen. Was war das hier nochmal für ein... Ach, zum Beispiel das Rennen. Machen wir erstmal das Rennen. Genau, falsche Richtung. Wo war der Cooper nochmal? Der war da hinten irgendwo. Das müsste ich richtig sein, oder? Was war hier? Ach, nur so ein Bouncy-Dingens. Die Fliegerblume, die Flügelblume, wie auch immer. Komm, lauf, Mario. Lauf, lauf, gib nicht auf. Bahne dir den Weg. Wo war der Cooper nochmal? Ups. Ach, jetzt sind wir hier in der Oase. Da wollte ich jetzt nicht her. Wo war dieser Cooper nochmal? Hä? Doch, der muss schon hier irgendwo sein. Jetzt sind wir richtig. Hier, ah, da unten ist er. Da unten ist er. Jetzt bin ich gespannt. Es scheint ja ein anderes Rennen zu sein. Hey Kumpel, Lust auf eine kleine Herausforderung? Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sich richtig Mühe. Beim Pfeilelaufen geht's genau darum. Wenn du dich als Talent erweist, bekommst du sogar einen Preis. Willst du es mal versuchen? Versuchen wir es mal. Ast rein! Was ist Pfeilelaufen? Die Regeln sind kinderleicht, folge einfach den Pfeilen auf dem Boden. Jetzt kommt der knifflige Teil, nach kurzer Zeit verschwinden die Pfeile. Du musst mindestens 80 Punkte einheimsen. Klar, auf geht's. Okay. Ja, wird schon nicht so schwer sein, oder?
Und? Wie werden die Punkte gerechnet? Dann schauen wir mal. Es waren ja mindestens 80 Punkte nötig, um zu gewinnen. Denkst du, du hast das geschafft? 75! War klar, Alter. War klar, 75. Nicht verzagen, Kumpel. Nächstes Mal läuft's bestimmt besser. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Okay. Mal gucken, ob ich dieses Mal präziser schaffe. Es ist Trixie. Jetzt so genau zu wissen, wo man da hinläuft. Wir müssen da außen rum. Alter Schwede, noch schlimmer. Ich muss einen größeren Radius machen. Und 68. Ja, ich muss einen größeren Radius machen. Alter Schwede, bin ich im Zirkel oder was? Was wollen sie da? Was sind das immer für Challenges? So. Auf ein neues. Und schade, dass die Kamera so komisch geht. Schade, schade, Marmelade, dass die Kamera so komisch geht. Und? Das war wieder scheiße. Alter, ich biege zu früh ab. Und, wie schaut's aus? 88, immerhin. Das heißt, wir haben jetzt einen Mond, ja? Dein Lauf war nicht von schlechten Eltern. Tada, dieser Mond gehört jetzt dir. Ein Mond für Sinnlose im Kreis gelaufen. Zu Fuß in der Wüste. Sind wir die ganze Zeit zu Fuß in der Wüste. Hast du nochmal eine Expertenrunde? Aha, aha. Du bist zurück. Glück hast du auch noch. Ich habe nämlich einen neuen Preis zu vergeben. Willst du es versuchen? Na, Logo. Ast rein. Sebi nochmal. Sebi nochmal. Diesmal 90. Dieses Mal 90. Dieses Mal 90 Punkte. Gucken wir mal. Und? Und? Ach komm schon, 89. Ach komm schon. Ist ja mies. Also nochmal. Und weh, ich krieg keinen weiteren Mond dafür. Ja, wahrscheinlich krieg ich jetzt bloß Energie oder Münzen oder sowas. So. Und los geht's. Und los geht's. Zwischen den Kakteen. Da entlang. Daher. Das könnte gut gewesen sein. Schauen wir mal. 98. Sehr schön. Und was kriege ich? Nochmal einen Mond. Wüstenwanderung. Und wie oft kann ich das jetzt machen? Ich habe keine Preise mehr, aber wie wäre es, wenn du versuchst, ein höheres... Nein, wollen wir nicht. Höhere Punktzahl brauchen wir nicht. Alles klärchen, sag Bescheid, wenn du loslegen möchtest. Nee, nee, wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Wir wollen Monde. So, nächster Mond. Nächster Mond ist hier oben. Was war das hier nochmal? Und was war das hier nochmal? Werden wir nur rausfinden, wenn wir hinschauen. Laufe ich richtig? Nicht ganz. Muss da lang, oder? Nein, genau in die andere Richtung. Ich muss weiter rüber. Daher. Gucken wir mal, was das für ein Mond war. Ich weiß es nicht mehr so genau. Geh mal du daher, Miauxi. So, auf dass ich wieder in die Schlucht falle. Ah, ich weiß, was das war. Das war der Käse hier mit den Noten. Verdammt, da ist es. Aber er dreht sich nicht. Er dreht sich nicht so schnell. Ah, komm schon. Er dreht sich nicht so schnell. Also, retour. Hier muss man im Bogen laufen. Und aufpassen, dass mir hier nicht die Schlucht runterfällt, was Trixie ist. Komm schon. Ach, Minno, jetzt macht er so einen großen Kreis. So einen gigantisch großen Wendekreis. Zwischen den Kakteen durch. Gucken wir mal, ob das was bringt hier.
Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Nein. Das ist scheiße, Alter. Das ist scheiße. Das ist mies. Das ist echt mega mies gemacht. Das ist hardcore-mäßig. Und Retour, komm schon. Nein. Und schon den Anfang verpasst. Kann ich schon vergessen. Kann ich schon vergessen. Der wetzt echt wie eine Sau. Permanent ist der am Wetzen hier, unser Kätzchen. Na komm schon. Alter, mach doch sowas nicht mit mir. Komm schon, dreh dich richtig. Dreh dich, Alter, dreh dich halt. Dreh dich. Genau in die falsche Richtung. Langsam verliere ich... Oh, verdammt. Langsam verliere ich meinen Orientierungssinn hier drin. So, und runter. So, vor uns. Ich müsste jetzt dann im Bogen laufen. So. Das war Mistbogen. Das war ein Mistbogen. Das war noch mistiger. Oh, jetzt schaut's gut aus. Komm schon. Nein, ach, jetzt macht er da so einen Haken. Das ist durch dieses Auf und Ab. Der läuft nicht gerade. Da kann man machen, was man will. Durch dieses Auf und Ab, von diesen Tünen, läuft er nicht geradeaus. Naja, läuft immer leicht links oder rechts. Je nachdem, wo er bei den Dünen steht. Wo war jetzt der Scheiß nochmal? Hier irgendwo. Oh Mann. Das muss doch jetzt hier irgendwo gewesen sein. Oder hier hinter. Hier war's. Komm schon. Komm. Oh. Blödes Viech, Alter. Blödes Viech, du blödes Scheißviech. Mann. Ja, das ist eine Mechanik, mit der komme ich überhaupt nicht klar. So geil es im Trailer auch ausgesehen hat, mit dieser Katze. Ich hasse es. Ach, komm schon. Der rennt überall hin, nur nicht da, wohin, wo er soll. Nein, ich schaff's nicht geradeaus zu rennen, ich schaff's einfach nicht. Das ist ja noch schlimmer als die Cooper-Rennen. Also fast schlimmer. Nicht ganz so schlimm, aber annähernd. Ach komm schon. Man hat absolut keine Kontrolle über dieses Drecksviech. Und schon wieder verpasst. So. Kann ich die da nicht runterschubsen? Einfach so aus Strafe? Nein, geht nicht. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Dann gucken wir uns den Mond da hinten an. Gucken, was das für ein Mond ist. So, wo ist er denn? Genau auf der anderen Seite. Was sehen wir denn da? Ah, jetzt ja. Das war des Dingens. Da muss ich mit dem komischen Teil hin. Stimmt. Ich muss da hinfliegen. Oder da, war das da oben? Ich glaube, da oben war das Teil, oder? Diese komische Flugechse. Die war da oben irgendwo. Da ist sie. Und dann gucken wir mal, ob es damit besser geht. Alter Schwede. Flieg halt. So wird es nix. Nochmal hinsegeln. So wird es nix. Na, ziemlich kuriose Steuerung, diese Echse. Aber das haben alle Viecher in dem Game. So. Jetzt bin ich gespannt, ob wir zur Kiste kommen. Komm schon. Das heißt, die Kiste zu diesem...
Keine Chance. Außer ich komme anderweitig irgendwie auf. Nein, ich komme nicht auf, oder? Ich komme nicht auf. Zumindest nicht so, wie ich das möchte. Ja, ums Arschlecken geht's nicht. Ums Arschlecken geht's nicht. Komm schon, jetzt muss doch irgendwie möglich sein, da hinzukommen. Das muss doch irgendwie möglich sein, da hinzukommen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Dieser scheiß Flugdino möchte nicht. Also beamen wir uns nochmal dahin. Da kommen wir schon auf. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwann. Kommen wir darauf. Vielleicht muss ich zwischenlanden. Vielleicht muss ich auf dem großen Plateau zwischenlanden. Durchaus möglich, dass man erstmal zwischenlanden muss. Na, sobald ich lenk, verliert er an Höhe. Sobald ich steuere, verliert er an Höhe. Kurios, kurios, Leute. Das hier will Präzision. So, jetzt gehen wir daher. Und dann schauen wir, dass wir da rüberkommen. Keine Chance. Ich komme da so nicht rüber. Mann, wie kommt man denn sonst dann auf? Nerv mich. Nerv mich, der Scheiß. Nerv mich. Ah, jetzt wird er darauf. Was wollen Sie da von einem, sag mal? Was wollen Sie da von einem? Verstehe nicht ganz, wie das hier funktionieren soll. Wir gehen jetzt mal auf die mittlere Plattform. So. Und jetzt gehen wir darüber. Verdammt, zu früh rausgesprungen. Das wird ganz knapp, Leute. Das ist ziemlich knapp. Das ist ziemlich knapp bemessen. Aber es könnte funktionieren. Mit ein bisschen Übung und ein bisschen Ausdauer. Nein, nicht drauf. So. Könnte es was werden. Vor allem gibt es halt hier nichts, was Auftrieb verleiht. Was wieder ziemlich schade ist. Was magst denn du? Wieder nix. Wieder nix. Satz mit X. War wohl nix. Wieder mal. Ja, probieren wir halt das auch bis zum St. Nimmerleins Tag. Bis es halt irgendwann mal klappt. Mann, oh Mann. Ja, die letzten Monde. Naja, was heißt die letzten? Es fehlen noch einige. Wie viel haben wir denn? Ja, 63 von 89. So, der hier fehlt noch. Wie schaut's denn unten aus? Mit den Mondsteinmonden. Das ist der hier. Und das ist der hier. Tja. Das ist der mit den Noten. Und das ist der, an dem wir gerade hängen. Und ansonsten hätten wir da alles. Dann können wir uns aufmachen und den Papagei suchen. Und gucken, ob es hier irgendwo einen Toad gibt, der uns Hinweise gibt. Ja, es fehlen doch nur ein paar, ne? Es fehlen doch nur ein paar. Aber soll's. Ich will, daher, das sind wir schon. Also auf ein neues. Auf ein neues. Jetzt muss ich hier gucken. Meine Joy-Cons haben schon wieder keinen Kontakt mehr.
Sind ziemlich empfindlich, die Teile. Verlieren sehr schnell den Kontakt zur Konsole, muss ich feststellen. Finde ich schade. So. Und? Verdammt, zu früh, Alter, zu früh. Zu früh gefreut, zu früh da runtergesprungen, zu früh, alles zu früh. Scheiß Ansicht. Scheiß 3D-Ansicht. Nein, 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 gehst du denn auf? Magst du den? So. Alter, jetzt fällt er da so runter. Weißt was, du scheiß Dino? Gesterben. Komm, sterbe. Blödes Viech. Und das Miauxi schubst du auch noch da rein. Aber er will nicht sterben. Er läuft halt wirklich dann auf. Zumindest versucht es. Na gut. Na gut. Nochmal. Nochmal. Nochmal kommt diesen Stern. Kriegen wir jetzt noch, bevor der Part zu Ende geht. Den kriegen wir jetzt noch. Komm schon. Ich darf wohl nicht zu viel steuern. Sonst sind wir zu tief. Ja, es sieht nur immer so aus, als wären wir zu tief. Aber in Wahrheit passt es richtig. Verdammt. Verdammt nochmal. Ist das ein nerviger Scheiß? Warum? Warum baut man sowas ein? Das hat mit Skill nichts zu tun. Ah, einfach da so. Quasi die Steuerung verhunzen und das Ganze tarnen als Flugechse. Was anders ist das hier nicht? Steuerung erschweren à la Marissa und dann sagen, das ist die Flugechsenmechanik. Ansonsten hat das Spiel ja eine richtig geile Steuerung, da kann man ja nicht meckern. So. Und? Verdammt. Vielleicht kommt man so auch gar nicht hin und ich bin hier auf dem Holzweg. Mit der Echse weiter rauf komme ich ja nicht, oder? Na, auf die Pyramide hoch wäre halt auch eine Möglichkeit. Aber das geht nicht. Ich kann mit der Pyramide ja nicht Elektrokaspern. Mit der Echse meine ich. Ich kann mit der Echse ja nicht Elektrokaspern. Leider. Okay, wenn ich loslasse, verliert er an Höhe. Und schon ist er down. Wenn ich den Button loslasse, verliert er sofort an Höhe. Also muss ich ihn permanent drücken. Und wenn ich die Richtung ändere, verliert er ebenfalls an Höhe, nur nicht zu stark. Interessant. Interessant, kurios und beschissen. Wer muss sich auch so die Vögel fangen? Wer weiß es schon? Wer weiß es schon? Nein, geht nicht. Wisst ihr was? Ich scheiß drauf, hab keinen Bock mehr. Keine Lust mehr. Schau, dass ich da irgendwie an den Vogel rankomme. An den Shiny-Vogel. Der fliegt doch da im Kreis, oder? Der müsste doch jetzt da wieder auf mich zukommen. Rein theoretisch. Warte mir hier mal. Vielleicht erwische ich ihn ja. Da kommt er doch. Ob ich ihn so erwisch? Fraglich. Dim, 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 dim. Steigt er jetzt, weil er mich gesehen hat? Da ist er. Verdammt. Ich bin zu hoch gewesen. Zu hoch? Ich war zu hoch. Ich hab den Hut über ihn geschmissen. Mann. Ah, weil wir schon mal da sind, probieren wir es halt nochmal. Was soll's? Weil es so lustig ist.
Weil so lustig ist. Vielleicht sollte ich es doch direkt probieren. Beim nächsten Mal. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Also gucken wir, wo der Vogel ist. Da ist er. Hä? Geht nicht, oder was? Es geht nicht. Der kommt hier an den Rand her, habe ich gesehen. Hier ist er. Der kommt hier diesen Rand geflogen. Gucken wir mal, ob wir abfangen können, abpassen oder so. Vielleicht muss ich auch ganz was anderes machen, ich weiß es nicht. Vielleicht muss man ihn irgendwie mit Vogelfutter anlocken. Gucken wir mal. Aha. Aha. So geht es. Flatterhaft in der Ödnis. Da hinten war doch auch nochmal einer bei diesem Dingens. Bei der Oase war doch auch nochmal so ein Adler. Ja, jetzt machen wir wieder mal was anderes, wie das, was wir eigentlich vorhatten. Was soll's. So, hier. Hier ist doch auch irgendwo so ein Adler gewesen. Wo ist er denn? Der hat einen größeren Radius, dieser Adler, stimmt's? Da hinten ist er. Kommt der jetzt daher? Ich glaube ja. Oder fliegt er woanders hin? Der fliegt da oben rauf? Was ist denn das für ein blöder Vogel? Der fliegt da oben rauf? Und kommt jetzt hierher, oder? Zumindest sieht es so aus. Kein Plan, was der jetzt macht. Wo ist er denn jetzt? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Oder ist er das da oben überhaupt? Oder sind es Münzen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren, diesen blöden Vogel. Ah, ich dachte echt, er kommt hierher. Ah, ich höre ihn. Und nu? Und nu beam ich mich mal da oben hin. Das war doch hier, oder? Gucken wir mal, ob das hier war. Gucken wir mal. Ich glaube, da oben war ein Checkpoint. Nein, wir sind falsch. Ich will da oben rauf. Das müsste dann auch da oben sein. Schauen wir mal. Schauen wir, ob da der Adler jetzt irgendwo ist. Nein, er ist hier nicht. Wo ist jetzt dieser scheiß Adler hin? Da, jetzt ist er unten, die Sau. Jetzt ist er unten und kommt zur Oase. Blöder kleiner Vogel. Dummer kleiner Scheiße. So, und wo ist er jetzt? Kommt er noch? Ich sehe ihn nicht. Weil ich nicht bei der Oase bin, Dosten. Wo war denn die Oase? Hier. Miauxi-Ruinen. Brutzler-Ebene. Mensch, wo war denn die Oase? Hier ist die Oase. Genau, hier ist die Oase. Mal spontan woanders hingebeamt. Nur so zum Spaß. Und wo ist der Adler? Wo ist der Adler? Ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er bestimmt wieder da oben. Kein Plan, wo der jetzt hin ist. Das ist also, was ist denn das hier? Der Vögel fangen. Bin ich der Vögelfänger? Ah, da kommt der Adler.
Jetzt müssen wir halt wissen, wo der da seine Kreise zieht. Ah, am besten auf die Palme hoch. Der bringt mir auf die Palme, dieser Adler, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf die Palme hoch und auf den Adler warten. Bis der nach einer halben Stunde endlich mal wieder hier auftaucht. Oder sehe ich das richtig? Wo ist er denn jetzt hin? Da unten ist er. Da unten ist er. Verdammt. Verdammter Vogel. Ach so, ist er zu schnell, um ihn einzuholen. Oder? Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Jetzt fliegt er wieder da rauf, oder? Fliegt er jetzt da oben rauf? Na gut. Dann warte ich jetzt auf ihn. Auf der Palme. Weil er bringt mich auf die Palme, der Junge. Ist halt die Frage, welche war das nochmal? Ich glaube, die hier. Die hier war's. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauert, bis der daherkommt. Dauert, glaube ich, ewig, oder? Dauert ewig. Na gut, wisst ihr was? Da lehnen wir uns jetzt ein bisschen zurück. Genießen die Aussicht und warten auf einen dummen Vogel. In der Zwischenzeit dampfe ich eine Runde. Was hat der da oben? Den Adlerhorst? Er dreht da seine Kreise. Und dann fliegt er da irgendwo hin. Absolut sinnlos. Aber er scheint immer dieselbe Route zu fliegen. Und jetzt scheint er herzukommen, oder? Sehe ich das falsch? Oder sehe ich das richtig? Nein, er verschwindet gleich wieder und ich finde ihn wieder nicht mehr. Na gut. Warten wir ein bisschen, warten wir ein bisschen. Warten wir, bis der Adler kommt. Kann sich nur um Stunden handeln. Keine Ahnung, wie lang es dauert, bis der einen Kreis gezogen hat. Ist der jetzt da oben drauf? Nein. Da hinten fliegt er. Da hinten fliegt er. Na komm her. Alter Schwede, das dauert ewig, bis der kommt. Dauert ewig, bis der da kommt. Aber was tut man denn alles für den Mond? Was tut man nicht alles für einen Mond? Ich könnte ihm natürlich hinterher beamen. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob er noch an dieser Stelle ist, wenn ich mich dahin beam. Kann natürlich sein, dass er dann woanders spawnt. Dann wäre natürlich alles für die Katz. So, jetzt kommt er gleich und scheißt ein wenig das Dorf voll. Und dann kommt er zur Oase. Die Punika-Oase. Na komm her. Er ist auf dem Weg zu uns. Er ist auf dem Weg zu uns. Und er hat gesagt, er hat einen Mond und der ist wahnsinnig schwer und den würde er gern loswerden. Und Mario hat gesagt, kein Problem. Ich nehme ihn. So, jetzt hoffentlich bin ich auf der richtigen Palme. Hoffentlich. So. Er kommt. Hat er auch einen Schatten? Ja, er hat einen Schatten. Das ist gut zu wissen. Es reicht nicht, Alter. Es reicht nicht, verdammt nochmal. Schnell dann über, weil der kommt nochmal daher. Der ist jetzt dann hier nochmal. Verdammt, das gibt's doch nicht. Voll daneben gesprungen. Zweimal. Diesen Scheißvogel. So, jetzt beam ich mich da oben rauf. Weil da kommt er als nächstes hin. Vorausgesetzt, er bleibt auf seiner Route, wenn ich mich beam. Werden wir gleich sehen. Da ist die Oase. Aber ich sehe keinen Adler. Der kommt nicht, wenn wir da oben sind. Stimmt's? Ja, wer weiß, wo der jetzt ist. Mann. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er auf dem Weg zur Oase.
Er ist auf dem Weg zur Oase. Jetzt beam ich mich nochmal zur Oase hin und guck, was er macht. Blöde Vogel. Dieser blöde Vogel. Dummer, blöder Vogel. Und wo ist er? Natürlich nicht hier. Ach, wenn ich mich beam, dann ist er immer in der Nähe der Stadt. Das ist gut zu wissen. Das erleichtert natürlich einiges. Er fängt immer in der Nähe von der Stadt an. So, jetzt kommt er hier angeschissen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob ich ihn bekomme. So, Leute, Daumen drücken. Daumen drücken, dass wir ihn kriegen. Den Grübel, den Mausgrauer. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, ich krieg ihn nicht, Alter. Leck mich doch am Arsch. Okay, also beamen wir uns daher und dann beamen wir uns wieder zurück zur Oase und dann müsste er kommen. Ja, ich möchte ihn schon haben als krönenden Partabschluss. Noch schnell den Adler fangen. Wenn wir schon das mit dem Jauchsinn zusammengebracht haben. Oh, das wird noch lustig. Das muss ich ja noch machen. So, jetzt ist er wieder in der Nähe von der Stadt, stimmt's? Ah, ich sehe nichts. Ja, er ist wieder da. Tja, das haben die Entwickler wahrscheinlich nicht bedacht. Oder vielleicht doch. Wer weiß das schon? Dass man ihn da bisschen zumindest, also zumindest minimal, dass man es minimal beeinflussen kann, wo er denn herkommt. So, wo ist er? Da ist er. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Jetzt springt Mario in die falsche Richtung, dieser blöde kleine dicke Italiener. So. Jetzt haben wir diesen blöden Vogel. Mann, flatterhaft in der Wüste, aber wie flatterhaft. So, Leute, pausieren. Ich beende den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tun nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Auch nicht auf With Me. Und ich sag Servusler. Bis zum nächsten Mal. Euer Dosten.